So, bevor wir uns jetzt mit Flugregelung konkret beschäftigen können, müssen wir leider noch ein paar Dinge vorher klären, nämlich wir müssen Bezeichnungen lernen. Die Bezeichnungen, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung verwenden werden, sind alle im Wesentlichen einer Norm entnommen, der DIN 9300. Wenn ich also hier mal auf 1 oder 2 draufklicke, sehen Sie, dass es da verschiedene Teile der DIN gibt. Teil 1, 2, 3, 4, 5 bis 6. 1 und 6 sind so im Wesentlichen die, die wir gebrauchen können. Das heißt, dort können Sie praktisch alle Begrifflichkeiten, ihre Definitionen und Anwendungen nachlesen. Das Ganze hat einen kleinen Haken. Wenn Sie hier auf diesen HTML-Link gehen, dann sehen Sie nach einer gewissen Zeit, wenn der dann geladen ist, dass so eine DIN-Norm einfach mal, und das ist nur eine von den sechsen, ein gute 100 € kostet. Die DIN-Normen sind tatsächlich auf dem freien, in Anführungszeichen, schwarzen Markt nicht verfügbar. Das heißt, wenn Sie die haben wollen, müssen Sie sie wirklich entweder kaufen oder aber, was auch möglich ist, sie im Patent- und Normenzentrum, zum Beispiel bei uns gegenüber von der Mensa, auszuleihen und für Studienzwecke durchaus auch zu kopieren. Freundlicherweise habe ich, weil diese DIN eben doch ein bisschen schwer zu bekommen sind, mir die Mühe gemacht und eine komplette Liste aller Größen, die wir im Rahmen dieser Veranstaltung brauchen, zusammengestellt, auf einer Webseite abgelegt. Und wenn ich jetzt tatsächlich hier mal draufklicke, und das dann wieder einen kleinen Augenblick gedauert hat, dann sehen Sie, dass es hier eine Liste aller Winkel und Indizes und Größen, ich habe jetzt hier einmal runtergeblättert, blätter hier nochmal runter, aller Vektoren und aller Momente und so weiter gibt, die wir im Laufe dieser Vorlesung verwenden werden. Zusätzlich dazu gibt es auch noch freundlicherweise einen kleinen Test. Wenn Sie dort draufklicken, dann sehen Sie, dann wird hier oben ein Begriff genannt, der erste von 132. Und wenn ich dann auf die richtige Antwort klicke, kommt das nächste, zwei von 132, Quere oder Ausschlag. Das müsste ein Xi sein. Und so weiter, sodass Sie dann eben alle 132 Begriffe richtig zuordnen müssen und dann haben Sie halt gewonnen. Alle Koordinatensysteme, die wir zuhauf im kommenden kennenlernen werden, sind rechtshändig. Das bedeutet, dass wir die rechte Hand nehmen können, den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger zu einem Dreibein ausstrecken, sodass die Finger, der Daumen, senkrecht aufeinander stehen. Und dann zeigt der Daumen der rechten Hand in die X-Richtung, also die erste Achsenrichtung, der Zeigefinger rechts in die zweite Achsenrichtung, in die Y-Richtung und der Mittelfinger in die Z-Richtung, meistens eben nach unten. Sie sehen das beispielsweise an diesem roten Koordinatensystem, das ich hier ins Flugzeug eingezeichnet habe. In diese Richtung, in die X-Richtung zeigt der Daumen, in die Y-Richtung zeigt der Zeigefinger und in die Z-Richtung zeigt der Mittelfinger nach unten. Wenn Sie tatsächlich vorhaben, sich später im Laufe Ihres entweder weiteren Studiums, Bachelorarbeit, Masterthesis oder aber im Laufe Ihrer späteren Arbeit noch weiter mit Flugregeln zu beschäftigen, dann sei Ihnen das Werk meines Doktorvaters ans Herz gelegt. Das finden Sie an dieser Stelle. Das ist also, heißt einfach auch nur Flugregelung. In Brockhaus, mittlerweile sind da noch zwei Kollegen drin involviert und auch dieses Werk, das wirklich ja, alle Randbereiche der Flugregelung auch mit abdeckt, also auch Flugmechanik und Metro und was halt alles ein bisschen dazugehört, um das Gesamtsystem Flugzeug zu regeln, hat den klitzekleinen Nachteil, dass wenn ich hier mal draufklicke auf diesen Link und sich dann irgendwann was zeigt, nämlich dieser Preis von knapp 200 €. Um es nochmal zu sagen, Sie brauchen dieses Buch für diese Veranstaltung nicht. Nur wenn Sie sich jemals mit Flugregelung beschäftigen wollen, ist das das Standardwerk und Sie sollten es sich dann unbedingt ausleihen.